Ja, moin. Willkommen bei unserem Spezial-Let's Play von Jalopy. Unseren guten alten DDR-Trabant-Simulator. Jo, Teil 2. Erich hängt noch an der Wand. Rechte Maustaste. Salutieren. Ne, geht nicht. Schade. Jo, da hinten ist wieder der Streifen-Karl oder der Karo-Karl. Der sagt auch schon guten Morgen. Oh. Ja, los geht's. Onkel Streifi. So, was haben wir denn alles dabei? Erstmal gucken, wo wird hier so ein Schrott rumliegt. Liegen fast bessere Autos rum, wie wir selber fahren. Schöner Lader. Eine Waschmaschine. Ja, naja, egal. Ja. Tüdeln wir mal hier. Haben wir noch was rumliegen, wir brauchen? Oh, hier. Ersatzteile liegen hier noch rum. Ja. Schmitten wir noch eben rein, wa? Also Reifen auf jeden Fall. Die brauchen wir. Zack. Oder? Wollen wir den reinschmeißen? Das muss doch irgendwie gehen. Ha, geht sogar. Ich wusste es. Dachträger haben wir noch nicht. Kann man aber kaufen, wie ich gesehen habe letztens in so einem Video. Ui. Volles Öl. Volles Benzin. Dann schmeißen wir den mal eben so auf den Platz, den Mist hier. Zack. Weg damit. Brauchen wir nicht. Umwelteinflüsse sind auch egal. So, Sprit, das und das. Mit damit. So. Jetzt nochmal lebend. Da rein, da rein und da rein. Haben wir noch was? Da haben wir noch hier so rumstehen. Teile brauchen wir nicht. Noch ist ja alles neu. Hoffe ich wenigstens mal. Wagenheber haben wir auch dabei. Noch eine Werkzeugkiste ist geil. Definitiv. Wenn der reinpasst. Nö, ja scheiße. Ja, dann halt nicht. Kann man die zurückstellen? Ordnung muss ja sein. Schmeißen wir Dampf wieder hin, so. Aha. Okay. Erich, wir sehen uns. So, wollen wir mal gucken, ob das Ding fährt? Was war das denn? Ist gerade gegengehauen oder was war das? Nee, egal. Bloß weg hier. Das ist gruselig. So. Ah, da oben hängt ein Schlüssel. Das ist schon mal gut. Da ist eine Tür. Dann wollen wir mal gucken. Schock hat er ja nicht. Was passiert? Springt er an? Nö. Warum nicht? Hallo? Hallo? Ach, wir haben keinen Sprit. Wieso haben wir jetzt keinen Sprit mehr? Wir haben doch letztes Mal Sprit gehabt. Aber gucken wir mal eben nach. So, was steht denn da? 10 Liter Lean Oil Mix. Wenig Öl drin auf jeden Fall. Ja, kommen wir eben ändern. Wir haben Öl weggeschmissen, oder nicht? Da ist noch ein Rest drin. Den schmeißen wir da eben rein und da ist es gut. Look. Optimal, sagt er jetzt. Siehst du? Manchmal ist das gute alte Mistöl doch vernünftig. Das muss ja auch so ein bisschen hier all passen. Haben wir noch. Zack. Batterie ist geladen. Wasser ist drin. Zündspule hat er auch. Ich meine, letztes Mal lief er doch auf. Was soll der Mist denn jetzt hier? Mann, das ist doch nicht normal. Oder war ich gerade einfach nur blöd? Hä? Ha! Scheiße, ich hätte länger festhalten müssen. Machen wir das. Wo ist die Map denn nochmal? Da ist die Map. Ja gut, wenn meine eigene Blödheit, warum wir nicht gekommen sind. So, wir müssen nach Dresden, von Berlin aus. Können eine Fährste Richtung Westen fahren, ne? Dürfen wir ja nicht. Ne? Gibt immer eine Straße. Die kürzeste ist die gefährlichste, würde ich sagen. Lass uns die nehmen. Die macht ja auch Spaß. Irgendwie ist dieser Trabi hier wie eine Kettensäge, finde ich jetzt. Aber original wie eine Kettensäge. So. Tür zu. Ist er ausgegangen? Der ist ausgegangen.
Was soll das denn? Hallo? Läuft er jetzt? Oha, ja, bloß weg hier. Ja, ich habe den Ton wahrscheinlich nicht so laut wie ihr. Au, jetzt beginnt unsere Reise. Da tut sie wirklich. Ja, dann auf nach Dresden. Chance gibt's the Grips of the Like. Aber das ist das Problem. Der fährt auch ganz gut. Nur ein bisschen langsam ist er. Aber das ist ein originaler Trabi schneller. Alter, der ist hinten fast so groß wie ein Kombi. Ganz gemütlich. Ein Kilometer haben wir schon geschafft. Guter Anfang. Licht? Hat er? Das ist schon mal gut. Scheibenwischer hat er auch. Wetter ist aber auch gut. Wollen wir mal gucken. Ein bisschen Musik oder was hier? Hm. Naja. Dann fahren wir einfach mal, ne? Eis. Ha, Musik passt auch ganz gut. Was ist da vorher denn? Das ist ein T-34 Panzer oder nicht? International mit dem Programm in deutscher Sprache. Was ist das denn? Die Mucke ist schon mal lustig. Erstmal T-34 gucken gehen, würde ich sagen. Das Schlimme ist, wenn wir den einfach stehen lassen, den Wagen. Und die Handbremse anziehen. Boah, wird schon schief gehen. Mann, so viel Verkehr wie hier ist, ne? Befreit uns nochmal. Okay, dann wollen wir uns doppelt befreien, wa? Hm. Mhm. Ist immer geil, wenn irgendwas Deutsches irgendwo steht, von Entwickler, der eigentlich irgendwo hier aus Russland kommt. Aber der Trabi, kannst sagen, wie du willst. Sieht original aus, du. Das passt ganz gut. Ja, nicht so ganz, aber vom Schnitt her, von der Karosse her, wirklich original. Man kann den Weiterschwergen später auch modifizieren, habe ich gehört. Man kann da auch eine richtig schöne hier Tuning, sag ich mal, machen. Dachträger drauf, dickerer Motor rein, einzig und zack. Finde ich lustig. Und dieses Motorrad würde ich wohl nehmen für meinen. Die Gurke, der würde richtig laufen. So. Fahren wir mal die rechte Spur. 40. Dafür jetzt. 40 km/h. Hupen. Tut er auch. Also Hupe ist vorhanden. Na komm, ich wollte nach Dresden. Was steht denn da vorne? Curious Feeling? Hm. Ach. Ja, Dresden. 13, okay. A13 oder ist das? Na, dann fahren wir doch mal hin mit unserer schönen Düdelmusik. 60 fahren wir jetzt. Oh, die haben ihn echt, der ist aber echt untermotorisiert, ne? Der originale Trabi, der läuft ja besser, ne? Und diese mega fetten Turbinen in der Decke. Was ist das denn, eine Kiste? Uha, Lada ist hinter uns. Ach du Scheiße. Aber wisst ihr was? Kennt ihr das Wort egal? Die ist halt egal. Die Handbremse anziehen, ist mir alles egal, so. Gucken wir uns mit den Ladas erstmal an. Ach, komm hier. Hau ab! Hau ab! Boah, von dem Monster Truck Reifen drauf. Aber die Kiste, die da ist, ich weiß nicht, was die zu bedeuten hat. Ich glaube, das ist das Zeug, was man ausnehmen kann. Hm. Mhm. Können wir die aufmachen? Ja, die kann man aufmachen. Was ist da drin? Kaffeebohnen. Ja, dann nehmen wir die mit, ne? Ich meine, liegen die auch immer auf der Autobahn, ich meine. Und so ein W50, die waren ja immer sehr löchrig, da ist mal alles abgefallen. Oder von so einem Robo oder was. Ist ja kein Wunder, warum hier die Kisten einfach so offen liegen. Zack. So. Schön den Kaffee dann nochmal rein. Den können wir sicherlich irgendwo verhökern. In der Tankstelle oder so. Zack. Zack. Was ist das denn? Ist das eine Halterung für den Wagenheber? Nee. Keine Ahnung. Warndreieck haben wir ja auch nicht. Ach, fahren wir mal weiter, sonst kriegen wir gleich Ärger. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Cops hier oder sowas. Fenster auf? Geht auch. Das ist schon ein geiles Spiel, ich mag dieses Spiel. Und Abfahrt. Dresden, wir kommen. Hoffentlich kommen wir. Ja, diese rollen. Ja, fetten Autos, ich wollte gerade sagen, beste Autos, so sind es ja auch nicht.
überall Schlaglöcher. Oh mein Gott. Gefährlich. Alles gut. Karo Heimann, alles gut. Oh, das ist genau. Wow, der läuft gut. 10 Kilometer haben wir jetzt. Berlin-Dresden ist ja ein bisschen weiter wie 10 Kilometer eigentlich, aber egal. Yo, Schwung! 90! Ja, gespannt, wo wir gleich landen, ne? Da kommt sicherlich so einiges. Oh, guck mal, das ist wieder schon wieder ein Lader. Ich meine, das ist ja echt abwechslungsreich. Noch keinen einzigen LKW gesehen, noch keinen einzigen anderen Trabi gesehen. Aber naja, ne? Ist halt so. Ding, 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 ding. Was ist das denn? Jugo oder was war das? Mann, ist das eine Heulsuse? Der ist nur meckern über die Mauer und allem rum und dran. Ich fahr doch jetzt rechts an mir vorbei, damit wir nach links fahren oder rechts auftüdeln kann oder was weiß ich was. Dann fahre ich halt rüber. Auf wie ein Prototyp. Kopf da. Ein bisschen gegen den Spiegel, das ist schon mal ganz gut. Jetzt hupen die alle. Ach, da funktioniert doch alles. Das ist gutes Auto. Oh, 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 gebaut. Oh. Oh, ich fahr mal rechts ran. Ich hab ihn kaputt gemacht. Ich hab ihn kaputt gemacht. Aber gleich hier im Pannenstreifen, das packt ich. Machen wir mal einen Warnblinker an. So. Motor aus, Handbremse anziehen. Jetzt gucken wir mal, was unser Kfz hier hat. Wie war Qualmblatt? Luftfilter ist kaputt oder was soll das heißen? Oder Motor ist kaputt? Die sieht auch nicht mehr gut aus, der Motor. 1 von 3 und der Luftfilter 2 von 3. Ich bin nicht weit gefahren mit dem Ding. Naja, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, da kann man Werkzeugkasten vernehmen, habe ich gesehen, wenigstens in einem anderen Video. Dann schmeißt man ihn da irgendwie drauf und dann geht das Ding wieder, warte. Ha! Läuft wieder. Bloß Werkzeugverschleiß, aber was soll's. So. Haubchen wieder zu. Dann steigen wir mal wieder in. Wieder Türchen wieder zu. So. Motor starten. Guck mal da, jetzt läuft die Kiste auch wieder. Warnblinker aus. Kommt da ein Auto? Nö. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich selber kaputt gefahren habe oder ob der automatisch kaputt geht. Kann ja auch sein, zum Üben oder sowas. Und wir rattern wieder los. Ring, ding, 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 ding. Ja, die haben den Sound doch original von der Kettensäge genommen. Dann kannst du erzählen, was du willst. Ich glaube, die haben noch nie Trabi gefahren, die Leute hier. Aber Fahrverhalten ist es ja gewöhnungsbedürftig. Also wenn ihr das Spiel ausspielen wollt, das ist schon hier sehr speziell. Es wird schon wieder dunkel, oder? Machen wir mal Licht an. Zack. Das ist eine Lichthupe. Keine Ahnung. Oh, er wieder. Leipzig Tankstelle. Tankstelle ist gut, da biegen wir mal eben ab. Boah. Müssen wir hier hochkommen. Weil so viel Sprit haben wir ja nicht mehr, ne? Obwohl, ich bin ja doof, ne? Wir wollen ja gar nicht tanken. Ich habe meinen Kanister dabei. Obwohl, gut, Tankstelle, 100 Meter, gut, das geht ja eigentlich. Fahren wir mal eben zur Tanke. Ich glaube, das war rechts ab, ne? Oder auch nicht, oder? Doch. Ne, Berlin geht da lang, Cottbus auch. Tankstelle. 10 Meter. Da kriegen wir wohl hin. Ging eigentlich noch eine Handbremse? Oh, 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 oh. Uff, sagt er. Nichts passiert. Ah, die sieht groß aus, die Tankstelle. Da kann man mit arbeiten.
Auch eine Mistöl-Tankstelle. Sehr gut. Oh mein Gott. Links von der Tankstelle hin. So. Zack, Licht aus. Motor aus. Häubchen auf. Wie wir es ja alle so kennen, wenn man so ein Trabi fährt. Und dann nochmal Häubchen auf. Schon wieder am Meckern. Ach komm, so schlimm ist er doch gar nicht. Na gut. So, 4 Liter von 10. Oh. Ja. Das Ding will ich nehmen und da reinstecken. Zack. Da. Da. Nö. Vielleicht auch, weil ich. Bin ich vielleicht zu weit weg? Ich kann hier so vorfahren. So. Meckert der eigentlich immer? Offene Haube kannst du auch ganz gut fahren, siehst du doch. Jetzt so weit gefahren. Ach, verfluchter. Warte. Ja, also. Ja. Müsste passen, oder? Ja, müsste passen. So. Raus hier. Komm. Warum geht das denn nicht? Nimm das Ding hier. Halt ihn jetzt fest. Und halt ihn auf den Tank. Ha. Funktioniert. Und schon wieder das Ölgemisch wieder zu mager. Kein Ölmix hier und. Ach so, 10 von 10 sind drin. So gut, dann können wir es ja abschmeißen, das Ding. Hinten geht das Tor gleich zu von der Tankstelle. Was steht denn da? Total unpaid goods before attending. Das ist ja gemein. Also kann ich mal nicht mal Sprit klauen hier. Naja, erstmal mischen. Öl, da. Ölmix muss ja passen. Zack. Zack, optimal. Sehr gut. Öl haben wir wieder. Ach so, die ist ja nicht verkehrt. Immer rein damit. Und jetzt weg damit. Wasser da wieder rein. Kaffee nehmen wir mit. Wir können ihn ja verkaufen da. Also ich habe letztens so ein Ding gesehen, da kann man da der Tante halt Kaffee vom Kopf schmeißen, der drin steht. Hallo, ich hab Kaffee. Willst du auch Kaffee? Hallo. Wie? Ja, da. Wie, die kaufen das nicht? Ach, schön. Wollen wir mal Sprit gegen Kaffee tauschen und dann geht das nicht. So. Und nochmal. Gehen wir nochmal rein. Die Wurst. Mistöl kühl. Ast rein. Reifen haben wir. Offroad-Reifen. Normale Straßenreifen. Sprit. Brecheisen. Ach, um diese Kisten zu öffnen. Also wir nehmen auf jeden Fall Brecheisen mit. Muss doch heutzutage haben als Trabi-Fahrer, oder? Kann das irgendwie so kaufen? So? Ja. Habe ich gekauft. Was hat denn für ein Hebel? Hä? Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe das Brecheisen gekauft und dann weggeschmissen. Ja, so gut bin ich. Ich habe dieses Spiel echt gut drauf. Aber ich kaufe mir jetzt nicht nochmal. Ich bin erstmal ohne Brecheisen, was soll's. Was ist das? Die Wurst. Aber Öl brauchen wir noch. Nehmen wir auch noch mit. Zack. Und diesmal? Nee. Jetzt so mach.
Ist es weg. Was ist das denn? Hä? Ich kaufe nochmal Öl. So, jetzt gebe ich der Ollen das. Und... Hä? Was soll das denn? Ich sehe am Hebel und es ist weg. Das ist wohl nicht Sinn der Sache, oder? Da ist nix. Da auch nicht. Aber der Sprit ist bezahlt scheinbar. Hä? Im Auto der Kram ist er auch nicht, ne? Nö. Aber bin ich so doof für dieses Spiel? Ich glaube schon. Das ist irgendwie nicht... Weiß ich auch nicht. Wenn ihr da wisst, schreibt mal dann in die Kommentare. Das sind Kisten. Ja, was kann ich da... Einkaufskisten oder so sind das? Scheißegal. Hallo. Sie haben mich beschissen. Hallo. Wo ist denn mein... Ach, wisst ihr, weil leckt mich doch alle. Ich fahr weg. Ganz weit weg. Ohne Öl, ohne alles. Ja, scheiße. Oh, Mann. Läuft da? Der Tank zeigt aber auch nicht voll an, ne? Naja, weg hier. Komischen Ort. Auf nach Dresden. Naja, gut. Wir haben schon wieder 20 Minuten. Ich werde so diese Aufnahme hier beenden. Der Rest geht es beim nächsten Teil. Ob ich jemals ankomme mit einer komischen kaputten Tankanzeige da oder ob ich mich wieder geirrt habe oder ob er mich in der verhaut. Und beschissen tun, bescheißen tun sie mich. Warte. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Reingehauen. Munter.